Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir stehen heute das erste Mal an Landstrom irgendwie. Weil das ist so trübe hier gerade und die Versorgungsbatterie nicht mehr richtig geladen wird, weil irgendwie mein Ladebooster klemmt. Keine Ahnung, warum der während der Fahrt die Batterie nicht mehr lädt. Aber das ist jetzt viel zu viel Information, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht sagen. Wir stehen hier an einem Schloss, das wirklich jeder von euch kennt. Jeder. Und wenn ihr wissen wollt, welches Schloss das ist, dann bleibt doch einfach mal dran. Ich sag nur das hier. Kennt ihr das? Das war ohne, das kennt doch jeder, oder nicht? Ich weiß, dass ihr das kennt. Ich freue mich. Wir sind in Moritzburg. Die Hauptattraktion hier in Moritzburg ist das Schloss natürlich von drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ne? Jetzt mal ganz im Ernst, das kennt doch nur wirklich jeder, oder nicht? Und dieses Schloss, das werden wir jetzt besuchen. Ich liebe diesen Film. Das ganze Schloss liegt praktisch in so einem See. Ich werde morgen, heute ist das Wetter echt mies, werde morgen mal gucken, ob ich hier die Drohne noch mal hochbekomme. Darf man wahrscheinlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Und dann kann man sich das Ganze noch mal von oben anschauen. Und das Schöne ist ja immer, man weiß gar nicht mehr, ist sie jetzt hier mit der Kutsche lang gefahren, hier Aschenbrödel? Ach ja, die ist ja mit dem Pferd gekommen, Mensch. Oh Gott, ich sehe den, habt ihr so oft gesehen, diesen Film. Da war ich wahrscheinlich völlig überzuckert von irgendwelchen Spekulatius und so. So, Eintritt ist bezahlt, 12 Euro pro Person und du kriegst sogar so ein Histopad hier und jetzt folgen wir erstmal den Pagen hier. So, wir sind drin, obwohl es ist ja witzig immer, guck. Realität, Leute, Realität, Fiktion. So, ihr seid im ersten Saal hier. Das mit diesem Pad ist eine witzige Geschichte, aber irgendwie ist das doch nicht so meins. Ein kleiner Sightseeing-Shop. So, und jetzt wisst ihr genau, warum wir eigentlich nie reingehen, sondern immer draußen bleiben. Also das ist ja so gar nicht unser, ne? Und wir hatten ernsthaft gedacht, ja, das ist ja nun mal hier das Aschenbrödel-Schloss. Keine Ahnung, was das wirklich für ein Schloss ist. Nein, weiß ich. Ich weiß ja, dass hier der Film gedreht worden ist. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass hier ein bisschen was von Aschenbrödel kommt. Ich hatte auch noch jemanden gefragt. Das gibt immer so eine Ausstellung, ja, die ist denn immer nur im Winter. Wahrscheinlich passend zum Filmstart. Stimme, kannst du hier ein bisschen das Aschenbrödel-Lied singen, wenn ich hier währenddessen hier so ein bisschen filme? Stimme, sing noch mal das Aschenbrödel-Lied, während ich hier ein bisschen filme. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja.
hier ist die Treppe, hier. Hier ist die Treppe. Leute, das ist die Treppe. Leute, das ist die Treppe hier. Meinst du? Ja, natürlich ist sie das. Das ist die Treppe, wo sie hier runterläuft und ihren Schuh verliert. Auf jeden Fall ist das die Treppe. Ich gehe jetzt hier die Treppe runter, wo Aschenbrödel runtergelaufen ist. Das war die Aschenbrödel. Auch mein Aschenbrödel ist da oben. Die könnt ihr jetzt halt nicht sehen. Das ist mein Aschenbrödel. Ey, hier ist Aschenbrödel runtergelaufen. Und hier? Hier hat nämlich hier das Pferd gestanden hier. Tack, tack, tack. Und dann ist sie wieder abgehauen hier. Ja, ist so. Könnt ihr mir ruhig glauben. Und hier vorne lag irgendwo der olle Schlappen hier. Ne? Hier hat sie ihren Schlappen verloren irgendwo. Ich zeige euch die Treppe, wo Aschenbrödel ihren Schlappen verloren hat. Nochmal von weiter weg hier. Stimme, kannst du da mal runterlaufen? Kannst du mal runterlaufen und Schlappen verlieren? Mensch, lauf doch bitte einmal runter. Ich hab Wanderschuhe an, die passen eben. Schlau, lauf doch mal runter, verlier mal Schlappen. Wanderschuhe an. Die passen eben. So, und das ist die andere Seite von dem Schloss. Und hier kommt man jetzt noch zum Schlossgarten. Blüht natürlich jetzt nicht wirklich viel im Oktober. Aber das macht nichts. Ja, Schlossgarten ist belagert hier von den Gänsen, die ja wahrscheinlich alle bald abhauen. Ja, mein Fazit ist 12 Euro Eintritt. Hätte für mich jetzt nicht Not getan. Stimme für dich? Naja, ich wollte ja ein bisschen was anderes sehen. Ja. Wir wollten nämlich die Schuhe von Aschenbrödel sehen und so ein Kram. Schade, dass sie hier nicht so eine Dauerausstellung machen für sowas. Hm. Pech gehabt. Ja, und ansonsten ist das halt ein Museum, ne? Irgendwie von drin. Mit viel Gemälden und alten Holzstühlen. Das macht so ein bisschen. Nein, aber schon ganz nett. Ach, und nochmal so schön. Hier zum Schluss nochmal. Ne? Gehen wir auf das Schloss zu. Freuen uns alle auf Weihnachten und auf den nächsten schönen Weihnachtsfilm. Und hier sind auch schon ein paar Weihnachtsgänse. So, Schluss jetzt hier. Wir haben noch kein Weihnachten hier jetzt hier. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Ist hier mal Ruhe. Oh Mann, was sehen meine Augen hier? Guckt euch das an. Hier ist auch noch so eine Treppe. Vielleicht war das die Treppe, wo Aschenbrödel runtergelaufen ist hier. Hier ist er, guckt euch das an. Ich war vorhin völlig am falschen Trichter hier. Aschenbrödel Schuh. Ah, da brauche ich gar nicht meinen Schuh ausziehen, da passe ich nicht rein. Da passe ich nicht rein. Auf jeden Fall, ich muss es jetzt einfach nochmal tun hier. Hier ist Aschenbrödel jetzt wirklich runtergelaufen. Genau hier war das. mein ganz persönliches kleines Highlight hier. Schön. Stimme schütteln mit dem Kopf. Moin, wir haben hier super geschlafen. Ich muss das jetzt noch mal kurz sagen. Wir stehen hier am Caravan-Wohnmobilstellplatz Moritzburg. Hier ist nicht wirklich viel vorhanden, also Chemietoilette und so.
müsst ihr woanders entsorgen. Da gibt es ja so ein Schild, da steht drauf 2,5 Kilometer Richtung Dresden. Das Ganze fußläufig. Jo, Moritzburg seht ihr innerhalb von 5 Minuten. 24 Stunden kosten hier 12 Euro. Und Strom kostet 50 Cent die Kilowattstunde. Ansonsten habt ihr keine Versorgungsmöglichkeiten hier. Also Frischwasser kriegt ihr hier nicht. Der Platz, der lebt natürlich davon, dass ihr innerhalb von 5 Minuten an der Moritzburg seid. Und also gestern war das auch wirklich voll hier, der Platz. Aber es war wirklich total ruhig hier. Kann man wirklich empfehlen. Schön gemacht. An die Betreiber nochmal, wäre ganz cool. Frischwasser wäre noch gar nicht schlecht. So. Deswegen wird heute bei uns auch nicht viel passieren, weil wir müssen auf jeden Fall einen Campingplatz ansteuern. Weil wir müssen die ganze Versorgungsgeschichte jetzt mal auf die Reihe kriegen. Wir brauchen alles und müssen alles loswerden. Deswegen werden wir jetzt irgendwie nur zum Campingplatz fahren. Wir melden uns da aber nochmal ganz kurz, wenn wir dann da sind. Mensch, das regnet mal wieder. Ist das nicht herrlich? So, wir sind in Eisenach angekommen. Stehen jetzt hier bei Fritz Berger auf dem Wohnmobilstellplatz. Der ist so in 2 Etagen. Es gibt einmal hier die obere Etage und eine untere Etage. Das Ganze kostet hier 15 Euro die Nacht. Duschen müsst ihr extra bezahlen. Strom müsst ihr extra bezahlen. Aber ihr könnt hier euer Grauwasser loswerden. Da ist die Grauwasserstation. Und könnt ihr Frischwasser holen. Könnt ihr natürlich mit dem Fahrrad starten zur Drachenschlucht oder zur Wartburg. Die sieht man jetzt gar nicht. Die ist nämlich da oben irgendwo. Es gibt hier kaum Alternativen. Stellplatz, Campingplatz mäßig, wie auch immer, ist das hier echt richtig dünn gesät. Es gibt noch einen in der Nähe von der Drachenschlucht, aber die ist direkt an der Bundesstraße und die soll so laut sein. Deswegen gibt es für uns keine Alternative, also bleiben wir einfach heute Nacht hier und zahlen hier die 15 Euro. Ja, und stehen hier schön eng, kuschelig zusammen. Das ist ja das, wie wir das immer so gerne mögen. Das wisst ihr ja, das ist ja so gar nicht unsere Welt. Ich muss da einmal kurz rüberfilmen hier, da stehen sie alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilft nichts. Dafür haben wir eine schöne Aussicht direkt auf einem Solarfeld. Ich gehe da mal lang, ich zeige euch das mal. Solarfelder, soweit das Auge reicht, überall stehen die Dinger rum. Aber auch hier soll man sich wundern, das Ding ist knüppeldicke voll. Ich glaube, 20 Plätze passen da drauf. 20 Wohnmobile, nein. Aber soll man sich wundern? Knüppeldicke voll, 20 Stellplätze, alles belegt. Wir haben echt den letzten Platz abgegriffen. Ich brauche jetzt einfach noch mal ein bisschen Bewegung, deswegen gehe ich noch mal raus. Stimme ist im Camper geblieben. Die sagt, bei dem Wetter hat sie eigentlich auch recht. Was soll ich da vor die Tür gehen? Aber ich muss meine Füße noch mal ein bisschen vertreten hier. Deswegen laufe ich hier noch mal ein bisschen durch die Gegend. Bin ja nicht ganz allein, ihr seid ja dabei. Es freut mich so, dass mir hier noch einer mitschnackt. Das ist nämlich kein Mensch hier. Ja, und morgen bis 11 Uhr müssen wir nämlich vom Platz. Geht es dann direkt zur Drachenschlucht. Und die soll echt genial sein. Soll hier wirklich einer der schönsten Wanderwege sein hier in Thüringen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir hoffen, ihr kommt da mit. Das ist ein Trip, der geht irgendwie 6 Kilometer. Hoffentlich spielt das Wetter auch noch ein bisschen mit, dass das nicht ganz so verregnet ist hier. Ist natürlich ein bisschen, trübt ein bisschen die Stimmung. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid wieder mal. Schreibt einen Kommentar rein, das freut mich immer, Mensch. Damit ich mal mitkriege hier, dass da auch jemand an der anderen Seite ist hier. Dass da mal, dass da Leben ist in der Bude hier. Ne? Das ist es doch einfach. Wir wollen doch Leben in der Bude haben, oder nicht? Ja, setzt einen Stern. Haut ein Abo rein. Ne, für die, die das noch nicht haben. Auch da sind wir doch ganz kurz vor der 5000er Schallgrenze. Mensch, die müssen wir doch nochmal nehmen hier jetzt in der nächsten Woche hier. Haut rein, mach's gut. Tschüss.